Hallo, liebe Interessierte. Ich lese heute aus meinem Romanmanuskript Das Indianergrab. Es handelt sich um eine Abenteuergeschichte, die Ende des Monats im THK Verlag Amstadt erscheinen wird. Ja, worum geht's? Ein deutschstämmiger Professor wird in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts auf der Suche nach indianischen Artefakten von den Shoshonen gefangen genommen. Das Ganze spielt im Yellowstone-Gebiet, also im Gebiet des heutigen Nationalparks. Übrigens, so ähnlich wird das Cover des Buches ausschauen. Und ich beginne und lese Ihnen jetzt aus dem zweiten Kapitel vor, der Titel Die Handelsstation am Red River. Der Reiter, der sich langsam der einsamen Trading Post der Handelsstation näherte, war weder von besonders hoher noch von besonders breiter Gestalt. Er saß auf einem gefleckten Appaloosa-Hengst, der wahrscheinlich aus der berühmten Zucht des Indianerstammes der Nez Perce stammte. Der Mann trug eine Hose aus braunem Segeltuch, wie sie für die Diggers typisch war, die Goldgräber in Kalifornien. Auch seine Jacke bestand aus diesem besonders robusten Stoff, war jedoch mit Indigo dunkelblau gefärbt. Seinen sandfarbenen Hut hatte der Mann tief ins Gesicht gezogen, nur der dunkle Vollbart, der am Kinn schon grau wurde, schaute hervor. An seinem Gürtel hing links ein Revolverhalfter, der Griff der Waffe zeigte nach vorn. Einem Kenner würde das verraten, dass der Mann es gewohnt war, den Revolver schnell aus dem Halfter zu ziehen. An der rechten Gürtelseite steckte ein Messer in einer reich bestickten Hülle. Sie war zweifellos indianischen Ursprungs, ebenso wie die kostbar verzierten Mokassins, die der Mann an den Füßen trug. Hinter seinen Sattel hatte er eine Decke und einen Regenmantel geschnallt. Vom Sattel hing rechts ein Lederfutteral herunter, in dem ein Gewehr mit schlankem Kolben und ein weiteres, grober gebautes steckten. Auch ein Lasso war am Sattel befestigt. Er ritt langsam auf die Trading Post zu. Hätte der Klerk, der Angestellte, der gerade gähnend vor dem Hauptgebäude stand, ihn länger beobachten können, wäre ihm aufgefallen, dass der Mann die Blockhütten schon einmal in größerer Entfernung umrundet hatte. Dabei war er mehrfach von seinem Pferd gestiegen, um den Boden genau nach Spuren zu untersuchen. Immer wieder hatte er aufmerksam die Umgebung beobachtet und auch in Richtung des nahen Waldes gespäht. Der Handelsstützpunkt Grand Forks am Red River of the North, mitten im wilden Dakota-Territorium, war ein beliebter Treffpunkt. Schon seit Jahrzehnten diente er als wichtiger Handelsplatz mit den Indianern. Die brachten vor allem Felle mit und tauschten sie gegen Metallwerkzeuge und Waffen ein. Schon lange vor dem Kontakt mit weißen Fellhändlern hatten die Indianer verschiedener Stämme an dieser Stelle untereinander ihren Tauschhandel betrieben. Die Gebäude der Trading Post waren allesamt aus mächtigen, ineinander gefügten Baumstämmen errichtet. Das große einstöckige Hauptgebäude trug eine überdachte Plattform, die auch als Wachturm genutzt werden konnte. In den Nebengebäuden befanden sich die Warenlager und Ställe für die Pferde. Draußen standen ein paar hölzerne Tische und Bänke, an denen im Moment aber niemand saß. Der einsame Reiter steuerte zuerst einen der Pferdeställe an, wo er seinem Tier den Sattel abnahm, es dann festmachte und fütterte. Das Futteral mit den Gewehren schnallte er vom Sattel ab und nahm es ebenso wie die Satteltasche mit sich. Das Hauptgebäude, zu dem er hinüberlief, hatte mehrere Räume. Links neben dem Eingang lag der Verkaufsraum für Waren aller Art. Rechts befand sich der Ausschank mit einer Reihe von grob gezimmerten Tischen und Bänken. Weiter hinten, durch eine Trennwand abgeteilt, waren einige Schlafplätze. Der Reiter betrat den Schankraum, grüßte mit einem Kopfnicken den Klerk, den Angestellten am Tresen, der den Gruß erwiderte. Im Raum schaute er sich zunächst um und legte dann zwei Finger der rechten Hand an die Hutkrempe, um auch die Anwesenden zu grüßen. Nur wenige der großen Tische waren besetzt. Direkt beim Ausschank saßen ein paar Pelzhändler und ihre Gehilfen zusammen, redeten lautstark und gestikulierten. Der Mann lief an ihnen vorbei und ging zu einem Tisch ganz hinten in der Ecke, wo er Platz nahm. Seine Gewehre und die Satteltasche stellte er neben sich ab. Den Hut behielt er auf dem Kopf. Auf dem Stuhl lehnte er sich weit zurück und schloss die Augen. Er mochte müde von einem langen Ritt sein. Selbst ein guter Beobachter hätte nicht bemerkt, dass seine Augen aber nicht ganz geschlossen waren und er sie auf den ein paar Meter entfernten Tisch gerichtet hatte, der auch besetzt war. Dort saß eine höchst ungewöhnliche Gesellschaft beisammen.
Am unauffälligsten wirkte noch, trotz seiner etwas absonderlichen Kleidung, ein Westmann. Er hatte herübergeschaut, als der Reiter eintrat und ihn kurz gemustert. Bei dem Westmann saßen ein Indianer, ein Mexikaner und, in dieser Umgebung besonders erstaunlich, ein junges Mädchen. Das Alter des Westmanns war unbestimmbar. Sein Gesicht konnte man wegen des langen grauen Vollbartes kaum erkennen. Dieser Bart, aus dem kleine, listige Augen herausblickten, bedeckte fast das ganze Gesicht. Die wenige Haut, die zu erkennen war, erinnerte an verwitterte Baumrinde. Die Augen hatten den scharfen Blick, wie man ihn bei Seeleuten und den Bewohnern der weiten Prärie findet. Seine Kleidung hätte woanders sicher für Aufsehen gesorgt. Nicht nur die speckige, lederne Hose des Westmanns hatte schon bessere Tage gesehen. Auch der Capote, ein Wollmantel mit spitzer Kapuze, früher einmal weiß und mit breiten farbigen Streifen verziert, war uralt und mit Löchern übersät. Um den Kopf hatte er ein rotes Tuch gebunden, das eher an einen Piraten erinnerte. Sein Gewehr war eine zerschrammte Militärmuskete, womöglich eine Springfield Rifle, Modell 1855. Genau ließ sich das nicht erkennen, wie sie bis zum Bürgerkrieg bei der Armee der Union typisch gewesen war. Diese braven, robusten Springfields wurden für ihre Reichweite und ihre Schussgenauigkeit gerühmt. Ein guter Schütze konnte mit dieser Waffe einen Feind noch auf 1000 Meter töten. Im Gürtel des Alten steckte ein schwerer Revolver. Die hübsche junge Frau, die vielleicht 20 Jahre alt war, trug ein adrettes dunkelblaues Reitkleid. Ihr grauer Hut im spanischen Stil mit flacher Krempe und dunkelblauem Band lag neben ihr auf dem Tisch. Auch sie war bewaffnet, an ihrem Gürtel hing ein kleines Holster, in dem sich ein Revolver mit kurzem Lauf befand. Ihr dunkelbraunes Haar fiel bis auf die Schultern, in ihrem Gesicht leuchteten grüne Augen. Der Mexikaner, der neben ihr saß, mochte ihr Diener sein. Er war einige Jahre älter als sie. Seinen riesigen Sombrero hatte er auch im Schankraum nicht abgenommen. Dazu trug er eine weiße Leinenhose und, merkwürdig im Nordwesten der USA, die türkisfarbene Uniformjacke eines Sargento der mexikanischen Provinzialmiliz mit rotem Kragen, roten Aufschlägen an den Ärmeln und ebensolchen Epauletten. An den Füßen hatte er Stiefeln mit gewaltigen Sporen. Seine Waffe war ein kurziges, wuchtiges Tromblon-Gewehr mit trichterförmigem Lauf, reich mit Messing beschlagen. Auf Spanisch werden diese Gewehre auch als Trabuco bezeichnet. Seine Haut war etwas gelblich, er hatte ein offenes Gesicht. An seinem Gürtel hing ein kurzer Artilleriesäbel. Der Indianer, wohl ebenfalls kaum über 20 Jahre alt, schien ein Fremdkörper in der Gruppe zu sein. Die Haltung der anderen ihm gegenüber hatte etwas Angespanntes, ja fast Feindseliges. Er trug ein buntes Hemd und eine Leinenhose, so als habe er sich gerade eine Zeit lang unter den Weißen aufgehalten. Sein dunkles Haar war für einen Präriebewohner recht kurz und reichte nur bis zu den Schultern. Finster und verschlossen blickte er auf die anderen. Soeben wandte sich der Westmann dem Indianer zu. Also, wie geht es jetzt weiter? Der Indianer antwortete mit gesenkter Stimme: Reiten weiter, reiten bis ins Land der Geister. Sein Englisch war gebrochen, aber immerhin zu verstehen. Der Westmann hob drohend den Zeigefinger. Wenn du uns zu betrügen versuchst, wird dir das nicht bekommen. So wahr ich Abraham Rawlings heiße. Dann lachte er meckernd. Beim Klang des Namens verzog sich der Mund des Reiters am Nebentisch zu einem Grinsen, im Dämmerlicht kaum zu bemerken. Tucuma betrügt euch nicht. Der Indianer sprach jetzt etwas lauter. Tucuma bringt euch zu seinem Stamm. Seine Stimme wurde wieder leiser. Dort ihr treffen gefangenen weißen Mann, Häuptling der Shoshonen, bekommen, was ihr mitgebracht habt, ihr bekommen weißen Mann. Wie geht es meinem Vater? Die Augen des Mädchens blitzten bei diesen Worten. Wird er gut behandelt? Weißer Mann ist Gefangener der Shoshonen. Geht es ihm gut? Geht ihm gut, wenn ihr Tucuma immer gehorcht? Und wo ist nun das Land deiner Shoshonen? Der Westmann, der sich Abraham Rawlings genannt hatte, beugte den Kopf in Richtung des Indianers. Tucuma ist euch schon gesagt, ist im Land der Geister. Mehr Tucuma werden jetzt nicht reden, führen euch zu seinem Stamm. Schon wieder dein Land der Geister, einen solchen Unsinn habe ich noch nie gehört, so wahr ich Abraham Rawlings heiße. Der Westmann schüttelte den Kopf. Sprich endlich, wo ist der Professor? Du bist überhaupt kein Shoshone. Die gesamte Gruppe fuhr herum. Der Fremde am Nebentisch hatte sich einfach in das Gespräch eingemischt. Er saß jetzt aufrecht auf dem Stuhl, hatte das Kinn in die linke Hand gestützt und schaute aus dunklen Augen den Indianer amüsiert an. Er wiederholte, nein, du bist kein Shoshone. Der Indianer war einen Moment wie erstarrt. Tucuma ist Shoshone, er ist ein Nemene, rief er dann.
Der Fremde übernahm wie selbstverständlich das Gespräch. Aha, du bist also ein Nemene. Damit hast du dich erst recht verraten, my boy. Die Shoshone nennen sich selbst Neme, aber die Comanchen nennen sich Nemene. Demnach bist du also ein Comanche. Der Indianer erbleichte. Nein, nein, Tukuma ist ein Shoshone, stammelte er. Ich frage mich, warum du lügst. Der Fremde grinste. Wer seid ihr? Der Westmann hatte jetzt endlich seine Fassung wiedergefunden. Ihr könnt doch nicht einfach drauf losplaudern, wenn ich diesen Roten befrage. Das ist unverschämt. So wahr ich Abraham Rawlings heiße. Ich bin jemand, der die Shoshonen und Comanchen anscheinend noch etwas besser auseinanderhalten kann als der berühmte Westmann Old Abe. Der Fremde hatte die Arme vor der Brust verschränkt und schaute herausfordernd herüber. Der Namenszusatz Old gilt unter den Trappern, Präriejägern und Mountain Man als eine besondere Auszeichnung. Das hat inzwischen sogar Eingang in die Literatur gefunden. Dort heißt es beispielsweise, überhaupt wird eine Bemerkung über das Wort Old, alt, hier am Platze sein. Auch wir Deutschen bedienen uns dieses Wortes nicht bloß zur Bezeichnung des Alters, sondern oft auch als sogenanntes Kosewort. Eine alte gute Haut, ein alter guter Kerl braucht gar nicht alt zu sein. Man hört im Gegenteil oft sehr jugendliche Personen so nennen. Und auch noch eine andere Bedeutung hat dieses Wort. Es kommen im gebräuchlichen Verkehr Ausdrücke vor wie ein alter Lütrian, ein alter Brummbär, ein alter Wortfänger, ein alter Faselhans. Hier dient alt als Bekräftigung oder gar als Steigerungswort. Die Eigenschaft, welche durch das Hauptwort ausgedrückt wird, soll noch besonders bestätigt oder als in höherem Grade vorhanden hervorgehoben werden. Gerade so wird auch im Wilden Westen dann das Wort Old gebraucht. Das war aus Karl May, Winnetou 1. Ihr wisst also, wer ich bin, dann wisst ihr erst recht, dass kein herbeigelaufener Kerl so mit mir reden darf, so wahr ich Abraham Rawlings heiße. Also noch einmal, wer seid ihr? Die Hände hatte Rawlings in zwei der vielen Taschen seines weiten Wollmantels gesteckt, vielleicht umspannte eine von ihnen gerade den Griff einer kleinen Derringer-Pistole, bereit, den Abzug zu drücken. Ihr irrt schon wieder, ich bin kein herbeigelaufener Kerl, sondern allenfalls ein herbeigerufener Kerl. Der Fremde lachte. Mein Name ist Robert. Robert, herbeigerufen? Ja, ich wurde gerufen, um zu helfen. Wem zu helfen? Euch allen. Ihr redet irre, Mann. Nein, das tue ich nicht. Wer soll ich schon gerufen haben, uns zu helfen? Ich. Die drei Männer am Tisch, der Alte, der Mexikaner und sogar der Indianer, sahen überrascht zu dem Mädchen. Ihr, Miss Joan, aber warum? Fragte Old Abe, der Westmann. Weil mein Vater mir gesagt hat, wann immer etwas Außergewöhnliches mit ihm passieren würde und wir Hilfe brauchen, soll ich Robert informieren. Und dass mein Vater mitten in der Wildnis von Indianern gefangen gehalten wird, ist doch außergewöhnlich, oder? Passt bloß auf diesen falschen Shoshonen auf, Abe. Der Reiter schob seinen Stuhl zum Tisch der Gruppe hinüber. Er darf uns auf keinen Fall entfliehen. Dann wandte er sich dem Mädchen zu. Ihr habt völlig richtig gehandelt, Miss Joan. Ich werde euch helfen, euren Vater zu finden und zu befreien. Entschuldigt, dass ich zuerst zugehört habe, ohne mich zu erkennen zu geben. Ich wollte mich vergewissern, mit wem ich es zu tun habe. Abraham Rawlings Old Abe hatte seinen Revolver gezogen und ihn auf der Tischplatte aufgelegt, auf den Indianer gerichtet. Es war ein großkalibriger Colt. Die Pelzhändler am anderen Tisch und der Clerk bemerkten bisher nicht, was im hinteren Teil des Schankraums vor sich ging. Von Mr. Rawlings scheint ihr schon gehört zu haben, Robert. Das Mädchen wies nun auf den Mexikaner. Das hier ist Pedro, ein Bediensteter meines Vaters und... Verzeiht, wenn ich euch muss korrigieren, Miss Joan. Der Mexikaner hatte sich aufgerichtet. Auch sein Englisch war holprig wie das des Indianers. Aber meine komplette Name ist Licenciado Don Pedro Alejandro Flores Hernandez de Monterrey und ich bin Freund von Professor Bauer. Er betonte das Wort Freund. Du lässt mich ja nicht ausreden, Pedro. Ich wollte gerade anfügen, dass du auch ein guter Freund bist. Das Mädchen schaute sanft zu dem Mann hinüber. Robert überging die seltsame Vorstellung und nickte dem Mexikaner zu. Warum habt ihr mich eigentlich beauftragt, euch zu führen, Miss Joan? Fragte Rawlings. Er schien beleidigt zu sein. Robert hatte mir geschrieben, wo wir uns treffen, im Handelsstützpunkt Grand Forks. Dorthin musste ich aber erst einmal kommen. Er hatte mir auch empfohlen, einen freien Trapper und Rocky Mountain Man als Führer und Dolmetscher zu finden. Da bin ich auf euch gekommen, Mr. Rawlings. Ihr habt einen guten Ruf als Westmann, habt zu manchem großen Jagdzug in die Wildnis geführt und wart gerade zurück von einer Expedition für die Universität. Er hat euch geschrieben? Er hat mir telegrafiert. Von wo? Aus St. Louis, schaltete Robert sich ein. Von dort seid ihr in so kurzer Zeit hergekommen? Rawlings hatte sich dem Reiter zugewandt, seine Stimme klang skeptisch. Versucht erst gar nicht mehr etwas vorzumachen. Ein Westmann durchschaut so etwas nämlich sofort.
Westmänner sind inzwischen als fast mythische Gestalten bekannt. Über sie heißt es, aber gerade diese Gefahren sind es, die ihn locken und bezaubern. Seine Muskeln sind von Eisen und seine Sehnen von Stahl. Sein Körper kennt keine Anstrengungen und Entbehrungen. Und alle Tätigkeiten seines Geistes haben durch unausgesetzte Übung eine Energie und Schärfe erlangt, die ihn selbst noch in der größten Not ein Rettungsmittel finden lassen. Das war aus Winnetou 3. Ich bin ein Stück mit dem Dampfboot auf dem Mississippi gefahren und dann auf dem Red River Trail geritten, fast bis hierher vor die Tür. Das dürfte die schnellste Verbindung sein, oder etwa nicht? Antwortete der Reiter, der sich von der Selbsteinschätzung des Alten nicht beeindrucken ließ. Rawlings schien mit der Antwort nicht zufrieden zu sein. Aber eines frage ich mich schon, Miss Jones, setzte er fort. Warum wollte euer Vater, der Professor, dass ihr ausgerechnet diesen Robert ruft? Er wandte sich wieder dem Reiter zu. Woher kennt ihr den Professor überhaupt? Ich war sein Student vor vielen Jahren. Und was seid ihr jetzt? Rowling gab sich jetzt gleich selbst die Antwort. Ihr kommt aus St. Louis und ihr seid ein Greenhorn, Mister. Das sehe ich doch sofort. Eure saubere Kleidung, dazu die geputzten Waffen. Und wer trägt schon zwei Gewehre mit sich herum? Nur ein Greenhorn, so war ich Abraham Rawlings heiße. Er schüttelte sich. Ihr wollt den Red River Trail kennen und was macht ihr sonst so den lieben langen Tag im fernen St. Louis? Zurzeit schreibe ich vor allem. Ihr schreibt? Die Stimme von Rawlings klang, als habe Robert ihm soeben verraten, er züchte Kühe auf dem Mond. Wie so ein Dichter? Nein, wie ein Reporter. Ich schreibe für eine Zeitung, den St. Louis Herald. Für eine Zeitung? Ihr habt ausgerechnet einen Zeitungsmann zu Hilfe gerufen, Miss Jones? Miss Joan? Ich bin übrigens auch jemand, der die Zeitung nutzt. Ja. Und Abe kramte jetzt in den Taschen seines schäbigen Mantels. Nach einem Moment zog er ein mit Fettflecken übersätes Paket hervor. In mehrere Bogen Zeitungspapier hatte er sein Dörfleisch eingewickelt. Hierfür, lachte er sein meckerndes Lachen. Habt ihr über die Innsmen auch in eurer Zeitung gelesen, Robert? Als der nicht antwortet, fügte er hinzu, hier im Far West gelten ganz andere Gesetze, als es in einer Zeitung oder in einem Roman der Fall ist. So war ich Abraham Rawlings Hals. Ja, so viel hierzu aus dem zweiten Kapitel. Die Gruppe bricht auf, wird sich auf die Suche nach dem Professor machen. Und wen von euch, von Ihnen das interessiert, ich würde mich freuen, wenn ihr mein Buch kauft. Der Titel lautet Das Indianergrab. Es erscheint Ende Juni im THK-Verlag. Dankeschön.